The Rat and the... The Rat and the Topf. Mix it, yeah. Galvis Galtis, Galvis, Galvis Galtis, Galvis. Darf ich euch helfen? Nein. Alding? Nein. Hat auch einen besonderen Namen. Bestimmt jemand von der Diebesgilde? Ja, die Orks werden es wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich auch nicht sein. Estori... Goddammit, wie hieß der? Galtis Guvron. Wo ist der Typ? Du hast Fragen. Oh. Hier, guck mal. Oh, ich hab... Was? Ihr dürft sprechen. Na klar, im letzten Abgang, in der letzten Ecke der Taverne. Ich werde euch zuhören. Wenn ich euch helfen kann, werde ich es tun. Stop it. Hauptsache, es dauert nicht zu lange. Ihr Envar. Oh. Das ging schneller als erwartet. Wie konntet ihr nur? Nein, es ist nicht von Bedeutung. Ich werde mich jetzt einfach sofort darum kümmern müssen. Bist du sicher, dass du das willst? Ich habe ja einen Ebenerzspeer. Ach, wie süß, guck mal. Es gibt kein Entkommen. Tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Oh, wow, der hat sogar so einige von den Dingern. Ein Brief an Senilias Cardiusus, hey. Das könnte ein Hinweis sein. Hier ist eine neue Lieferung Statuen. Aha. Sie sollen hier in Altruhn aufgestellt werden. Stellt die Statuen schnell und mit Bedacht auf. Vernichtet diesen Zettel. Enttäuscht mich nicht noch einmal. Tja, und John verkackt, mein Freund. Hast zwar mindestens eine Statue aufgestellt, aber den Zettel nicht verbrannt oder was auch immer damit gemacht. Hanarein. Wollt ihr der Diebesgilde beitreten? Ja, aber später. Ich meine, mittlerweile könnte ich, wir haben die Kriegergilde fertig und so weiter, aber noch nicht, noch nicht. Also wir haben uns schon beziehungsweise um diese Feuerauge da gekümmert. Ich werde jetzt mal noch nicht auf eigene Faust nach einem Haranis oder so suchen, sondern erstmal versuchen, den Zettel abzugeben und dann zu schauen, ob mir der Auftragsgeber, sein Vater, mir Näheres dazu sagen kann. So, hab Dank! Ich nehme an, dass das Ansehen meines Sohnes wiederhergestellt ist, wenn er vom Einfluss der Asche-Statue befreit wurde. Ach, wurde er das? Keine Ahnung, ich wollte einfach nur nochmal mit dir reden. Ich weiß, dass mein Sohn seinen Freund niemals ermorden würde und vermute, dass diese Statue ihn irgendwie beeinflusst hat. Okay. Mehr Aufgaben? Nice. Andres Nerano, ein Hlalu-Adeliger, behauptet, Erzmagister Bolvin Venim, mal wieder, habe sich gewisser Indiskretionen mit der Frau eines anderen Ratsherren schuldig gemacht. Zwar heiße ich beileibe nicht alles gut, was der Erzmagier tut, jedoch kann ich als Ratsherr vom Haus Redoran diese Anschuldigung nicht im Raum stehen lassen. Ich will, dass ihr den Verleumdungen von Andres Nerano Einhalt gebietet. Sehr gerne. Er ist ein in Balmora lebender Hlalu-Adliger, geht dorthin und macht seinen Verleumdungen über ein Ende. Diese üble Nachrede muss ein Ende finden. Gerne. Für die üble Nachrede ist, wie gesagt, Andres verantwortlich. Macht ihn ausfindig und verlangt, dass er das einstellt. Wenn er sich weigert, dann fordert ihr ihn zu einem Duell. Oh, damn. Okay, gerne. Kein Problem. Ja, wo ist er denn? Ein in Balmora lebender. Du sollst mir doch nur sagen, wo der ist. Ihr bringt mir Glück. Wie kann ich euch helfen? Ich soll ihn aufsuchen. Andres Nerano. Könnt ihr mir noch irgendwas anderes sagen zu diesem Andres? Du warst nur eine Stadtwache, also wahrscheinlich nicht. Nein. Gibt es etwas, das ich tun kann? Ein Hlalu-Krieger. Also bis jetzt, so ein paar Male in den anderen Städten, waren die Hlalu-Leute jedes Mal schön brav in den Tavernen. Hier werden die nicht sein. Gibt es weil, vielleicht in der Ratstaverne können wir diesen Andres finden, müssen wir mal schauen gehen. Aber ich will mich auf jeden Fall, sobald mir die Aufträge bei dem Typen hier ausgehen, dann mich um eine Festung kümmern. Müssen wir so oder so machen. Und eine eigene Festung zu haben, stelle ich mir als sehr geil vor. Aber erstmal Andres. Andres Nerano. Andres.
Weißt du was über ein Andres? Ich will doch... Ein Schatten mittendrin. What? Ich denke nicht, dass dieser Chlalu-Krieger in einer Redoraner-Stadt irgendwie ein eigenes Haus sich bauen lässt. Hallo, kann ich euch helfen? Nein, mir kann niemand mehr helfen. Ich hatte gerade eben eine Feststellung, die alles erklärt. Oh Gott. Ich glaube, meine Hirnlosigkeit vom Schlafmangel vom 24-Stunden-Stream hat sich hier durchgezogen. Ich war so dran gewöhnt, immer in Balmora unterwegs zu sein, und Balmora war mir so ein Begriff die ganze Zeit im Kopf. Hier steht, ich soll ihn aufsuchen in Balmora. Wo sind wir gerade? In Altruhn. Da oben steht's. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo wollt ihr hin? Da, Haus Nerano. Ich glaub das einfach nicht. Ich dachte mir schon, es wird wahrscheinlich hier irgendwo... Sein Haus wird irgendwo dort sein, wo die ganzen Chlalu-Leute sind. Und ich weiß, dass das Chlalu-Haus auf der Westseite von Balmora ist. Seht ihr, jetzt muss ich schon husten wegen dem ganzen Rumgestöhne hier. Gott, ich hatte gerade eben einen brutalen Defekt. Das ist einfach nicht wahr. Meine Güte. Ja, da ist er schon. Oh Gott. Ihr redet wahrlich zu viel. Ich weiß, dass ich zu viel rede. Wobei, diese Aufnahme habe ich so wenig geredet, weil ich einfach die meiste Zeit unterwegs war. So wie gerade eben. Ich war 20 Minuten lang, habe ich den Altruhn gesucht. So verkrampft. Ich habe online nachgeguckt. Wo ist der? Und online stand auch, ja, in Balmora hält er sich auf. In Besuch ihn einfach in seinem Haus. Und ich, what? Ich habe alle Häuser abgelaufen. Das kann doch nicht wahr sein. Stellt sich heraus, ich war die ganze Zeit in Altruhn. Toll. Ich glaube, ich muss öfter Morrowind zocken und nicht so lange Pausen davon nehmen und 24 Stunden Streams brainfucken einen brutal. Auch im Nachhinein. Okay. Üble Nachrede. Ich habe die Wahrheit erzählt. Wie es scheint, seid ihr Redoraner zu dumm, um die Wahrheit zu erkennen. Wenn ihr mich dafür zum Duell herausfordern wollt, dann stehe ich euch gerne zur Verfügung. Kann ich nicht einfach auch, lebt wohl. Und... Kann ich ihn eigentlich jederzeit nochmal ansprechen? Lebt wohl. Du bist wunderschön, du bist wunderschön. Ah, okay. Jetzt habe ich einen Haufen Kohle ausgegeben und einfach ein bisschen mich rumgeklickt wie ein Wahnsinniger, um zu gucken, was er antwortet, wenn er 100 Gefallen an einem findet. Okay, das klingt so, als ob er mich gleich anflirten würde. Aber wenn er 100 Dispositionen mir gegenüber hat, aber dann sagt er nur genau das Gleiche. Was? Und ich finde es echt mies, dass er sagt so, ja, das ist hier die Wahrheit, ich habe nur die Wahrheit erzählt. Und wenn ich, also er scheint sich sehr sicher zu sein über seine Sache, und wenn ich lebt wohl sage... Es stimmt also, was sie über die Redoraner und über Bolvin Venim sagen. Du kleiner Drecksack. Der war sich gar nicht sicher über seine Gerüchte, die er verteilt hat. Ja? Oder er war sich vielleicht sicher und hat dann einfach im Nachhinein gesagt, es stimmt also, lololololol. So oder so, du machst dich nicht über uns lustig, mein Freund. Hahaha, ich werde dir nicht sagen, über was wir reden, das ist mir egal. Geschlagen. Mit Fäusten, really? Komm, hau mich. Komm. Komm, hau mich. Are you serious? I think he is serious. Ha!
Episches Faustduell. Woo. Wir beide treffen nicht. Oh mein Gott. Ja, Bitch Slap. Ich hau ihn ja erstmal seine Ausdauer runter und Schaden, glaube ich, mache ich ihm tatsächlich erst, wenn seine Ausdauer ganz am Boden ist. Aber ich glaube, das kann erstmal ein bisschen dauern. Nee, nee, nee. Ist schon okay. Du darfst nicht mein Umbra-Schwert. Obwohl, ja, nehmen wir mal ein Umbra-Schwert. Guck mal, wie schön groß das ist. Ihr kämpft recht gut für einen Redoraner. Wir sind die Kriegergilde. Wenn irgendwer gut kämpft, dann wir. Ja? Die Telvanni, die können ein bisschen rumfuchteln in der Luft mit ihren Armen und dann gibt es Magie und was ihr könnt, keine Ahnung. Ihr seid nun Diebespack. Ich habe jetzt keine Zeit für euch. Geht. Ja, ich gehe ja schon. Gut, meine Freunde, aber diese Quest geben wir dann das nächste Mal ab und ich freue mich schon, dann weiterzumachen mit den Quests. Diesmal dann nicht so verkrampft, aber wenn ich wieder rumkrampfen werde, dann schneide ich das größtenteils sowieso raus, damit ihr das nicht ertragen müsst. Aber dann, das nächste Mal, könnten wir uns schon sehr stark, sehr schnell dem Ende von Haus Redoran nähern. Vielleicht dauert es auch noch ein bisschen länger, weil wir uns um die Festung kümmern müssen. Darauf freue ich mich auch schon. Und vielleicht mal kümmern wir uns auch endlich mal um Sheogorath, wer weiß. So, aber ansonsten gilt natürlich wie immer, über ein Däumchen nach oben freue ich mich. Das hilft mir weiter und meinen Videos. Genießt den restlichen Abend, meine Freunde. Und wir sehen uns das nächste Mal in der zauberhaft modifizierten Welt von Morrowind. Bis dann!